Ich erzähle euch heute was über Sozialismus, Kommunismus und Anarchie. Eine kleine Einführung in die Theorie. Genau, die Grundlage von dieser Session ist, dass ich halt eben sehr viel mich mit utopischem Weltenbau beschäftige, halt im Rahmen von Solarpunk. Und ich in dem Rahmen halt eben auch immer mehr mit den alternativen Politikformen und so weiter zu tun hatte. Ich bezeichne mich selbst auch als Anarchisten. Das heißt, das ist wirklich ein Thema, in dem ich ein bisschen mehr drin bin. Vorstellen werde ich euch hier ein bisschen was über Kapitalismus, das heißt auch speziell die Geschichte des Kapitalismus und was seine Probleme sind. Dann über die Entwicklung von antikapitalistischen Strömungen. Dann etwas über den Sozialismus, was das ist, was die Vor- und Nachteile sind. Dann dasselbe mit Kommunismus. Dann ein paar Vorurteile, die weit verbreitet sind, teilweise halt eben auch durch die Schulen. Und dann möchte ich euch noch was zur Anarchie erzählen und was es damit auf sich hat. So, und anfangen möchte ich mit einem Zitat von Ursula K. Le Guin. We live in capitalism. Its power seems inescapable. But so did the divine right of kings. Any human power can be resisted and changed by human beings. Resistance and change often begin in art and very often in our art, the art of words. Das heißt, genau der Grund, warum ich das bei einem Litcamp vortrage, dass halt eben gerade AutorInnen die Möglichkeit haben, diese Strukturen zu hinterfragen und halt eben Welten zu bauen, in denen diese Strukturen nicht länger aktiv sind und damit eine Welt zu erschaffen, in der es möglich wird, sich vorzustellen, wie es sein könnte, unter etwas anderem als Kapitalismus zu leben. Und damit fangen wir erstmal mit Kapitalismus an und was es damit genau auf sich hat. Eine kurze Geschichte zur Einführung. Für die längste Zeit der Menschheit haben die Menschen unter Feudalismus gelebt. Das kennen halt eben viele Leute sicher noch aus dem Geschichtsunterricht. Das war halt eben mit Königinnen und Lehnsherren und effektiv wurde ein Teil des erwirtschafteten Guts, also im meisten Fall einfach Lebensmittel, die angebaut wurden, wurde halt eben abgegeben dafür, dass man halt eben das Land nutzen konnte. Und während der Kolonialzeit, wo dann halt eben auch der Handel viel stärker betrieben wurde, kam dann der Merkantilismus auf. Der Merkantilismus wurde halt eben dadurch geprägt, dass halt eben mit Handelsgütern aus den verschiedenen Ländern, die halt kolonialisiert wurden, international gehandelt wurde und speziell einige wenige internationale Handelsorganisationen, wie zum Beispiel die East India Trading Company, dadurch Gewinn erzielten und die speziell halt eben auch einige wenige Händler. Und daraus entwickelte sich dann Mitte des 17. Jahrhunderts der Begriff Kapitalismus, der halt eben sehr auf den Idealen des Merkantilismus geprägt war und der dann spezifisch auch während die ganzen Revolutionen in Europa losgingen, halt immer weiter beliebt wurde, weil er eine Möglichkeit geboten hat, für die adligen Leute auch unter Aufgabe ihrer Adelstitel ihre Privilegien zu behalten. Aber der richtige Konflikt mit dem Kapitalismus kam halt eben erst durch die Industrialisierung. Was bedeutet Kapitalismus? Die Wörterbuchdefinition ist effektiv, Kapitalismus ist eine Form der Wirtschaft und Gesellschaft auf der Grundlage des freien Wettbewerbs und des Strebens nach Kapitalsbesitz der Einzelnen. Also die Grundlage ist halt eben der freie Markt. Das heißt also, es gibt einen Marktplatz, wo Leute ihre Waren und Dienstleistungen anbieten können und dadurch Geld haben. Wir haben dann halt eben solche Konzepte wie Angebot und Nachfrage, die das Ganze beherrschen. Das haben wir auch sicher alles mal in der Schule gelernt. Das Streben dabei ist halt eben, dass jeder einzelne Wettbewerbsteilnehmer so viel Kapital wie möglich für sich haben möchte. Dabei sind halt eben die verschiedenen MarktteilnehmerInnen im Besitz von Gütern und stehen im stetigen Wettbewerb miteinander. Und Ziel ist es halt eben, so viel Kapital wie möglich anzuhäufen. Das heißt halt eben auch, und da nehme ich ein bisschen was vorweg, effektiv idealerweise der ideale Endzustand für einen Marktteilnehmer ist eigentlich das Monopol.
Und hier ist die Sache, es wird gerne so dargestellt, dass alle Leute, die irgendwie in den kapitalistischen Ländern leben, am Markt teilnehmen können. Aber in der Wahrheit ist es tatsächlich so, dass nur die Leute, die im Besitz von Gütern und Kapital sind, an diesem Wettbewerb teilnehmen. Das heißt, die meisten einzelnen Arbeitenden, die haben nicht genug Kapital oder Besitz, um wirklich am Wettbewerb teilzunehmen. Sie bieten halt nichts weiter an als ihre eigene Arbeit und haben halt eben dort nicht die Möglichkeit, frei zu entscheiden, für wen sie arbeiten wollen oder nicht, weil es halt eben keine andere Möglichkeit gibt, als zu arbeiten. Deswegen können sie halt leichter ausgebeutet werden. Und das bringt uns auch zu der falschen Idee der Meritokratie. Die ist vor allen Dingen in den USA sehr weit verbreitet, ist allerdings auch außerhalb der USA in sehr vielen kapitalistischen Ländern sehr bekannt. Und effektiv besagt die, dass halt eben jeder so viel hat, wie er oder sie es sich verdient hat. Und das heißt im Klartext, reiche Menschen sind halt reich, weil sie entweder viel gearbeitet haben oder die richtigen Entscheidungen getroffen haben, während arme Menschen arm sind, weil sie entweder faul sind und falsche Entscheidungen treffen. Es gibt gerade in den USA auch sehr weit verbreitet die Vorstellung, dass halt eben die reichen Leute reich sind, weil sie gutes Verhalten vor Gott gezeigt haben und Gott sie daher mit Reichtum belohnt hat. Das ist allerdings natürlich falsch. Die meisten reichen Menschen sind reich, weil sie privilegiert sind und häufig aus reichen Familien kommen. Und das sind halt häufig Familien, die ihr Reichtum tatsächlich häufig bis in die Kolonialzeit zurückverfolgen können, die also teilweise auch Reichtum ursprünglich mit Sklaverei und solcher und ähnlicher Ausbeutung gemacht haben. Und die meisten armen Menschen sind arm, weil sie halt eben aus armen Familien stammen und es halt eben wenig soziale Mobilität gibt und außerdem sie auf verschiedene Arten und Weisen marginalisiert sind. Also wer marginalisiert ist, dazu gehören in diesem Fall auch Frauen, hat halt eben weniger Chancen, reich zu werden. Und natürlich gibt es einzelne Fälle, wo sich jemand durch eine richtig gute Erfindung oder irgendeine gute Entscheidung hocharbeitet. Ich meine, jetzt eine richtig fieses Beispiel. Jeffrey Epstein, der scheiß Pädophiler, hat halt eben dadurch, dass er die richtigen Kontakte geknüpft hat von einem Schulabbrecher, es geschafft, sich zu einem Multimillionär hochzuarbeiten. Aber auch der war halt eben ein weißer, cis heterosexueller Mann, der halt eben vor allen Dingen es geschafft hat, sich bei den richtigen reichen Leuten einzuschleimen. Und er war halt eben natürlich trotzdem sehr privilegiert. Und ja, warum ist Kapitalismus jetzt genau ein Problem? Die Sache ist, dass Kapitalismus halt eben auf dieses Reichtum der Einzelnen, also dass der Kapitalgewinn der einzelnen Personen, die sowieso schon Kapital haben, anstrebt. Und das heißt, die kapitalen Interessen dieser wenigen Kapitalhabenden stehen über allem anderen. Das heißt, sie stehen über der Umwelt, sie stehen über dem Wohlergehen der Arbeitenden und über dem Wohlergehen der Konsumenten. Und das heißt, also prinzipiell, solange die großen Firmen halt ihren Gewinn machen, wird alles an Renten angestellt. Deswegen haben wir halt eben auch diese starke Ausbeutung der Umwelt und dieses riesige Problem, den Klimawandel umzukehren, weil halt eben das Kapitalinteresse zum Beispiel von den Kohlekonzernen oder auch den Autokonzernen steht halt eben weit über dem Interessen der Umwelt und damit halt eben auch den Interessen der Leute. Und spezifisch natürlich stehen nochmal die Interessen der reichen Länder über den Interessen der armen Länder, weil hier halt die großen Firmen aktiv sind, die das meiste Kapital haben und den meisten Einfluss haben. Und das heißt auch leider, es werden im Prinzip immer kurzfristige Ergebnisse über langfristige Ziele gesetzt. Das gilt speziell für den Laissez-faire-Kapitalismus, der halt eben sehr darauf hinarbeitet, dass halt die einzelnen Kapitalgeber der großen Firmen ihre Gewinne erwirtschaften. Und diese Gewinne werden halt eben häufig quartalsweise oder jahresweise ausgeschüttet. Und das heißt halt eben, die Kapitalgeber erwarten von den Firmen, dass im Quartal oder im Jahr zumindest ein groß genügender Gewinn erwirtschaftet wird, als dass sie halt diese Ausschüttung bekommen können. Und wenn das halt eben nicht passiert, dann ziehen sie ihr Kapital zurück, was die Firmen brauchen, und gehen zu einer anderen Firma hin damit. Und das heißt zum Beispiel halt, dass wir wissen alle, dass Klimawandel
auf lange Sicht gesehen, der den Firmen viel teurer zu stehen kommt. Also zum Beispiel die ganzen Klimaschäden und so weiter. Das wird viel teurer für die Firmen sein, als würden sie jetzt die Entscheidungen treffen, die zu einer Eindämmung des Klimawandels führen würden. Aber das würde auf kurzfristiger Sicht gesehen eine Einschränkung der Gewinne mit sich bringen und größere Ausgaben. Und deswegen wird es nicht gemacht, weil eben das Kurzfristige über dem Langfristigen gestellt wird. Ein weiteres Problem ist, dass Kapitalismus in seiner Natur immer zu Monopolen hinstrebt. Und Monopole, müssen wir uns nicht drüber streiten, sind halt per se schlecht. Weil halt eben dann auch, das ist sogar die Meinung vom Kapitalismus, der Kapitalismus baut darauf auf, dass es einen stetigen Wettbewerb gibt. Aber wenn es ein Monopol gibt, fällt dieser Wettbewerb weg. Aber es strebt halt automatisch immer zu Monopolen, weil halt eben die Firmen, die den meisten Gewinn erwirtschaftet haben, die Möglichkeit haben, andere Firmen aufzukaufen. Und natürlich dann das Problem, dass die Arbeitenden erwirtschaften den Gewinn für die Firmen, profitieren selbst aber davon kaum. Also während die Kapitalgeber halt eben eine Gewinnausschüttung bekommen, passiert das halt eben nicht für die Arbeiter. Und die Arbeiter, die können sonst wie viel arbeiten und sonst wie viel Gewinn erwirtschaften für die Firmen, aber sie bekommen halt eben selbst davon nichts. Sie bekommen ihr stetiges Gehalt oder sogar nur einen Lohn. Und das ist natürlich schlecht. Und ein großes Problem ist natürlich auch, dass Berufe, die wichtig für die Gesellschaft sind, wie zum Beispiel Pflegeberufe, die machen halt eben keinen Gewinn und deswegen werden sie massiv unterbezahlt, obwohl sie halt eigentlich so wichtig ist und das sind und es im Sinne von allen wäre, dass man sie halt gut bezahlen würde. So, damit kommen wir halt eben zum Antikapitalismus und seinen Sachen. Der Antikapitalismus ist halt eben eine Gegenbewegung zum Kapitalismus, die sich angefangen hat, mit der Industrialisierung zu entwickeln. Und das hatte eben den Hintergrund, dass Konflikte mit dem Kapitalismus durch die Ausbeutung der Arbeitenden speziell in der industriellen Revolution aufgekommen sind. Da war es halt eben wirklich so, da waren die Arbeitsbedingungen noch schlechter, als sie heute sind. Das heißt, Leute haben teilweise 80, 90 Stunden zu einem Hungerlohn gearbeitet. Und da gab es halt eben dann auch eine Gegenbewegung, wo halt eben viele der späteren dann antikapitalistischen Philosophen durch inspiriert wurden. Und diese Philosophen haben sich halt eben damit dem Problem des Kapitalismus auseinandergesetzt. Und gleichzeitig hat sich halt eben die Arbeitendenbewegung entwickelt, die für die Rechte von den Arbeitenden eingetreten ist. Und darunter gab es halt eben unter anderem auch Revolutionen. Diese Revolutionen speziell auch gerade in den Ländern, die halt eben ihren Adel noch nicht abgesägt hatten. Und wir können natürlich nicht über Philosophen des Antikapitalismus sprechen, ohne über Karl Marx zu sprechen. Der ist tatsächlich Österreicher gewesen, tatsächlich Deutscher gewesen. Der ist 1818 mit diesem wunderbaren Schnapsdatum in Trier geboren worden und war ein deutscher Philosoph, der allerdings auch international tätig war. Und er war extrem kritisch gegenüber Industriellen und darüber, wie die halt eben ihren Gewinn erzielt haben. Und daraus hat er halt eben das sehr, sehr, sehr dicke Buch Das Kapital geschrieben, was sich halt eben damit beschäftigt, wie Kapitalismus eigentlich funktioniert und was es da für Probleme gibt und wieso das Ganze in seinen Augen unmoralisch ist. Und dann hat er halt eben auch mit dem Friedrich Engels, einem weiteren deutschen Wirtschaftsphilosophen, sich zusammengetan und mit dem Sachen geschrieben. Und was halt eben gesagt werden muss, Karl Marx war nicht der Begründer des Kommunismus. Er ist einfach nur ein Philosoph gewesen, der sehr viel zusammengetragen hat und sich sehr viel Gedanken dazu gemacht hat. Der Kommunismus, also ursprünglich kommt das Konzept des Kommunismus sogar aus Frankreich, aber es hat sich halt dann durch ganz Europa verbreitet. Karl Marx hat halt eben mit Friedrich Engels zusammen das Kommunistische Manifest geschrieben. Das ist jetzt tatsächlich, das klingt jetzt nach was Großem, aber tatsächlich war das einfach nur ein Pamphlet, das verteilt wurde, um die Arbeitendenbewegung zu energisieren. Und das stellt halt eben wirklich nur sehr knapp die kommunistischen Grundlagen zusammen. Das heißt, inhaltlich umfasst das eine sehr kurze Definition von den Konzepten der Bourgeoisie und des Proletariats. Bourgeoisie ist halt eben
Da merkt man halt eben auch, Kommunismus kommt aus Frankreich und das Bourgeoisie, das sind halt eben die Leute, die Kapital haben, und das Proletariat, das sind die Leute, die arbeiten. Das Ganze passt auch sehr, sehr knapp die materialistische Betrachtung von Geschichte zusammen und Geschichte als Klassenkampf zusammen. Dann stellt es halt eben die Kommunisten als Fürsprecher der Arbeitenden dar und stellt einige grundlegende Forderungen an den Staat und an die Kapitalinhaber. Und dann trennt es halt eben Kommunismus von anderen Formen des Sozialismus ab. So, und das bringt uns dann auch zum Sozialismus. Das hier werden jetzt nur ein paar sehr knappe Zusammenfassungen sein. Darüber könnte man natürlich jeweils eine ganze eigene Session machen, aber ich werde mich ja sehr knapp fassen. So, was ist Sozialismus? Wir haben halt im Kapitalismus das Kapital, also die Produktionsmittel im Speziellen, also die Mittel, die gebraucht werden, um Sachen zu produzieren, wie zum Beispiel Maschinen und so weiter, im Besitz von einzelnen Personen, die halt eben frei nach ihrem individuellen Bedarf darüber bestimmen können und deswegen einzeln die Gewinne abschöpfen können. Und der Sozialismus sagt halt, okay, das ist falsch. Statt dieser privaten Individuen, die nach komplett egoistischen Gründen handeln können, sollte eine zentrale Gewalt, zum Beispiel der Staat, über die Produktionsmittel verfügen. Diese zentrale Gewalt ist dann im Sozialismus angehalten, die Produktionsmittel im Sinne der Allgemeinheit einzusetzen. Und idealerweise werden die Menschen, die halt eben über diese zentrale Gewalt verfügen, demokratisch bestimmt. Das heißt halt eben, die Bevölkerung kann indirekt darüber bestimmen, wie diese Produktionsmittel eingesetzt werden. Und dann werden am Ende die Gewinne unter der Bevölkerung verteilt. Vorteile davon: auf jeden Fall sind die Produktionsmittel nicht länger im Besitz von Individuen. Das heißt halt eben, sie werden nicht länger egoistisch eingesetzt. Und das heißt, sie sollten halt mehr im Sinne der Allgemeinheit eingesetzt werden, weil sie halt eben indirekt im Besitz der Allgemeinheit sind. Das heißt halt eben auch, alle können von dem Erfolg profitieren, weil die Gewinne, die gemacht werden, idealerweise an der Allgemeinheit ausgeschüttet werden. Idealerweise ist es halt eben auch so, dass demokratisch darüber verfügt wird. Das heißt halt eben auch, bessere Arbeitsbedingungen sollten sich automatisch ergeben. Und das heißt auch, weniger Arbeitszeit sollte sich automatisch ergeben, was halt eben auch aus dieser Demokratisierung kommt. Und damit bleibt halt eben auch mehr Zeit für die individuelle Entwicklung. Nachteil des Sozialismus: wir haben halt immer noch ein zentrales Entscheidungsorgan, wo halt eben einige wenige bestimmen. Und dieses zentrale Entscheidungsorgan ist halt natürlich massiv anfällig für Korruption, weil sie halt eben die Macht haben und Macht korrumpiert. Und das heißt halt leider auch in vielen historischen Fällen vom Sozialismus ist halt eben der Sozialismus an dieser Korruption gescheitert, weil halt eben diese einzelnen Leute, die dann da waren, haben dann gesagt, ja, aber warum sollten die Firmen nicht in meinem Sinne arbeiten? Und haben sich dann halt eben selbst Sachen zugesteckt und haben dann halt eben doch am Ende wie Kapitalisten gehandelt. Und das ist halt eben das größte Problem: die Arbeitenden selbst verfügen dennoch nicht selbst über die Produktionsmittel. Und das ist der Punkt, wo dann der Kommunismus reinkommt. Der Kommunismus hat eben, statt einem zentralen Organ, verfügen alle über die Produktionsmittel. Das kann entweder bedeuten, dass alle Menschen in einem Land irgendwie über direkte demokratische Verfahren über die Produktionsmittel verfügen, oder alle Menschen, die von einer Produktion betroffen sind, oder auch einfach nur alle Menschen, die in einer Firma arbeiten. Da gibt es halt eben verschiedene Herangehensweisen. Und es wird über demokratische oder anarchische, dazu kommen wir dann gleich, Methoden über den Einsatz der Produktionsmittel verfügt, wird auch darüber verfügt, wie viel Gewinn erwirtschaftet werden soll und wie dieser Gewinn verteilt werden soll. So, was sind die Vorteile vom Kommunismus? Die betroffenen Menschen haben halt selbst die Macht, über ihre Arbeitsumgebung zu entscheiden. Das heißt halt eben zum Beispiel auch, es wird wahrscheinlich weniger zur Überproduktion kommen, weil es halt eben keine Gewinnsteigerung mehr unbedingt geben soll. Also eine gewisse Gewinnsteigerung vielleicht schon, aber halt eben nicht in demselben Sinne, wie es der Kapitalismus verlangt. Das heißt, in den meisten Sinnen auch weniger Arbeitszeit. Das ist auch etwas, was man historisch betrachten kann.
zumindest am Anfang die Staaten, die über Sozialismus versucht haben, Kommunismus anzustreben, was halt eben, wie gesagt, meistens gescheitert ist. Zu den Gründen kommen wir gleich noch. Ist die Arbeitszeit massiv gesunken. Und die Grundlage des Kapitalismus, des Kommunismus ist halt eben, jeder leistet das, was er kann, und jeder bekommt das, was er braucht. Und das ist halt eben so eine wichtige zentrale Grundlage. Und was sind die Nachteile des Kommunismus? Naja, das ist halt so ein bisschen schwer zu sagen, weil Kommunismus konnte bisher nie erreicht werden. Denn alle Projekte, die versucht haben, Kommunismus zu schaffen, sind meistens vorher über den Weg des Sozialismus als Zwischending. Also erst werden die Firmen enteignet, das Ganze kommt an den Staat, dann soll sich das Ganze stabilisieren und dann gehen wir zum Kommunismus über. Und bisher ist das halt nie erreicht worden. Entweder weil der Sozialismus vorher der Korruption unterlegen ist oder weil Amerika eingegriffen hat. Und das ist halt eben ein zentrales Thema, über das bei Weitem nicht gut genug gesprochen wird. Und damit kommen wir zu den Vorurteilen, die Menschen gegenüber Sozialismus und Kommunismus haben. Erstes Vorurteil, dann hat niemand mehr was Eigenes. Das ist so ein breit verbreitetes Ding. Ja, dann hab mal viel Spaß mit deinem Kommunismus, wenn du sogar deine Zahnbürste teilen musst. Das ist aber gar nicht, was der Kommunismus sagt. Denn der Kommunismus sagt nicht, dass Leute alle ihre Sachen teilen müssen, sondern nur, dass die Produktionsmittel, also das, was für die Produktion benutzt wird, verallgemeinschaftet wird. Das heißt halt eben, also klassisch in der Industrie halt eben zum Beispiel die großen Maschinen und so weiter und halt eben auch etwaig das Kapital, was eingesetzt wird, also Geldmittel, die eingesetzt werden, um etwas zu erwirtschaften, das wird verallgemeinert. Aber halt eben der Privatbesitz von einzelnen Personen, also jetzt zum Beispiel mein Laptop, meine Playstation und so weiter, das würde alles mir bleiben. Und natürlich darf man halt eben entsprechend eigene Besitztümer haben. Allerdings kann natürlich sein, dass halt gerade in den Fällen, wo halt diese Besitztümer über Ausbeutung erlangt würden, eine gewisse Enteignung stattfinden würde. Das sollte man natürlich auch sagen. Aber das betrifft dann in erster Linie die Superreichen, die halt eben durch Ausbeutung ihr Geld gewonnen haben. Zweites Vorurteil, naja, wenn man halt eben das Ganze verallgemeinert hat und die Leute nicht länger gezwungen werden zu arbeiten, weil sie halt eben durch den Staat auch Geld bekommen oder halt eben an diesen Gewinnausschüttungen von den Firmen beteiligt werden, dann würde auch niemand mehr selbst arbeiten gehen. Und das lässt halt komplett außen vor, dass halt die Selbstverwirklichung ein zentraler Aspekt von Arbeit ist. Und das hätte natürlich zur Folge, dass sich die Berufe anders verteilen würden. Also es würden mehr Leute in selbstverwirklichende Berufe gehen. Was aber zum Beispiel auch zur Folge hätte, dass Berufe wie Pflege und Lehramt tatsächlich besser besetzt werden würden. Weil die halt eben tatsächlich zu den Berufen gehören, die viele Leute zur Selbstverwirklichung anstreben. Das hat übrigens auch sehr damit zu tun, dass wir halt eben unter der Maslow-Bedürfnispyramide arbeiten, aber es gibt halt eben da verschiedene alternative Bedürfnispyramiden, die halt eben zum Beispiel von den Tipi-Indigenen in Amerika, an denen sich übrigens Maslow orientiert hat. Und die sehen halt tatsächlich Selbstverwirklichung als die Grundlage der Bedürfnispyramide. Und dann der Zusammenhalt der Gemeinschaft. Und dann erst andere Sachen. Das heißt halt eben, das heißt massiv umgedreht, um es halt dem Kapitalismus besser anpassen zu können. Dann ist ein großes Vorurteil, naja, in dem Kommunismus, da geht ja die Individualität verloren. Das ist halt eben auch eine Sache, die tatsächlich an den Schulen unglaublich weit verbreitet ist. Unter Kommunismus sind alle nur eine homogene Masse und Individualismus geht komplett verloren. Das ist halt komplett irrsinnig, weil das tatsächlich einfach ist, was unter Kapitalismus stimmt. Der Kapitalismus sorgt halt dafür, dass alle sehr ähnliche Tagesabläufe haben, die halt eben von den Firmen bestimmt werden. Die kapitalistische Modeindustrie sieht halt eben auch vor, dass es sehr die Mode sehr einseitig aussieht. Und prinzipiell haben die Menschen sehr viel wenig Zeit für ihre Selbstverwirklichung.
Und genau, das ist halt der Punkt. Kommunismus bietet den Menschen mehr Zeit für sich selbst, mehr Zeit zur freien Entfaltung. Und das heißt halt eben auch mehr Individualität. Und wenn halt eben auch mehr Menschen Zugriff zum Beispiel haben, solche Sachen wie Mode und Gestaltung zu machen, und das nicht halt eben über so ein paar monopolistische Firmen gemacht wird, würde es auch da mehr Individualität geben. Dann das große Vorurteil, das funktioniert sowieso nicht. Die Geschichte hat gezeigt, dass Kommunismus nicht funktionieren kann. Fakt ist halt eben, was ich schon angesprochen habe, Kommunismus wurde nie versucht, nur Sozialismus und Staatskapitalismus. Denn das ist ein großes Ding, was wir zum Beispiel in China haben, ist kein Sozialismus, es ist Staatskapitalismus. Das heißt, zwar sind halt eben viele Sachen indirekt im Besitz des Staates, also es gibt halt eben Firmen, aber diese Firmen sind im Staatsbesitz. Aber diese Firmen handeln tatsächlich kapitalistisch und statt halt eben die üblichen Anteilseigner zu haben, wird es halt eben an ein paar Staatsoberhäupter ausgeschüttet. Aber es ist halt eben nicht so, wie der Sozialismus es vorsieht, dass die, dass es irgendwie demokratisch bestimmt würde oder halt eben auch die Gewinne an die Mitarbeiter der Firma ausgeschüttet würden. Und die meisten sozialistischen Modelle sind aus einem von zwei Gründen gescheitert. Das eine ist halt eben Korruption. Das ist einfach ein wirklich großes Problem. Und das zweite ist halt eben tatsächlich in amerikanischer Coup d'État. Denn Amerika, die USA sind halt eben massiv daran interessiert, zu beweisen, dass Kapitalismus die einzige wahre Wirtschaftsform ist. Und deswegen versuchen sie mit allen Mitteln zu verhindern, dass sich irgendwo Sozialismus oder Kommunismus durchsetzt. Und deswegen gehen sie halt ein, so wer halt eben sich das Ganze anschaut, in Südamerika gab es nach der Dekolonialisierung eine riesige Menge von sozialistischen Staaten und alle, ausnahmslos alle, wurden von den USA und der CIA untergraben. Einige tatsächlich, indem die USA militärische Putsches durchgeführt haben, andere dadurch, dass halt eben die USA durch politische Manipulation und Korruption eingetreten sind. Und natürlich haben wir den Koreakrieg und den Vietnamkrieg, die beide natürlich dadurch motiviert waren, dass die USA verhindern wollten, dass sich in diesen Ländern Sozialismus durchsetzen kann. Übrigens, Vietnam geht es laut einigen Leuten, die ich aus Vietnam kenne, eigentlich ganz gut. Und ja, dazu kommt halt eben, dass sozialistische Staaten außerdem massiv durch Handelsbeschränkungen durch die USA eingeschränkt werden. Also zum Beispiel vor allen Dingen Kuba kann effektiv international nicht handeln, weil die USA dafür gesorgt haben, dass sie massiv handelsbeschränkt sind. Und dann haben wir noch das große Ding, der Kommunismus hat 100 Millionen Menschen umgebracht. Das kommt aus dem Black Book of Communism. Das ist ein Buch, das in den USA geschrieben wurde. Und die Sache ist einfach, dass derjenige, der dieses Buch geschrieben hat, alles versucht hat, um diese Zahl auf 100 Millionen zu bringen. Und das heißt, effektiv hat er nicht geforscht, er hatte ein Ergebnis und dann hat er alles versucht, um alles zu diesem Ergebnis zu bringen. Das heißt, zu diesen Toten wurden unter anderem gezählt Nazis, die während dem Zweiten Weltkrieg gegen die Sowjetunion gefallen sind, allerdings nicht die Nazis, natürlich die gegen die USA gefallen sind, also ausnahmslos die. Dann Kinder, die Sache ist halt eben, dass unter Sozialismus tatsächlich Geburtszahlen, weil es den Leuten besser geht, immer wenn es den Leuten besser geht, sinken Geburtszahlen. Und entsprechend hat er die Kinder, die dank den sinkenden Geburtszahlen, die geboren wurden, auch in diese Zahl der Toten mit eingerichtet. Und ein ganz großes Ding, es gab am Anfang der Sowjetunion eine große Hungersnot, die dadurch verursacht wurde, dass es eine große Dürre gab. Für die Dürre kann der Kommunismus nichts, aber trotzdem werden diese toten Menschen, die mehrere Millionen durch die Hungersnot verstorben sind, in diese 100 Millionen mit hineingezählt. Und die Sache ist halt eben, dass der Kapitalismus allein jedes Jahr rund 9 Millionen Menschen durch Hunger tötet, obwohl wir auf der Welt mehr als genug Essen haben, um alle Menschen zu versorgen. Und etwa 2 Millionen Menschen sterben jedes Jahr durch eigentlich behandelbare Krankheiten, die nicht behandelt werden, weil die Leute das Geld nicht haben, um sie zu bezahlen. Und auch das sind halt eben Tote des Kapitalismus. Und wer damit halt eben rechnet, weil sieht, dass allein durch diese zwei Teile, was halt nicht alle Toten des Kapitalismus sind,
Und allein durch diese zwei Aspekte sind in 10 Jahren halt eben schon, hat der Kapitalismus schon 100 Millionen Menschen getötet. Also ja, Kapitalismus tötet. Kommen wir dann noch zum Anarchismus. Der hat nichts direkt mit der Wirtschaft zu tun, aber ist halt eben in meinen Augen auch noch ein sehr wichtiges Thema, das besprochen werden sollte. Was ist Anarchismus? Das ist ein sehr verbreitetes Vorurteil, dass es Anarchismus ist irgendwie Chaos, es ist irgendwie das Abschaffen von Regeln, dann gibt es keine Regeln mehr und alles ist wild und Mord und Totschlag und überhaupt. Was Anarchismus aber eigentlich will, ist das Abschaffen von Hierarchien, also dass halt eben Menschen nicht mehr übereinander stehen. Das heißt zum Beispiel auch das Abschaffen von solchen Sachen wie White Supremacy oder Patriarchat. Aber halt eben auch dieses Abschaffen von Hierarchien, die durch Politik geschaffen werden, oder die Hierarchien, die durch Kapitalismus geschaffen werden. Denn die Kapitalinhaber stehen halt eben über den Arbeitenden. Und in anarchistischen Gesellschaften stehen alle Menschen auf derselben Stufe. Das heißt halt eben auch, alle Menschen, die von etwas betroffen sind, können gemeinsam darüber entscheiden. Das hieß zum Beispiel in Form von Klimawandel, dass alle Menschen darüber entscheiden können, wie in Sachen Klimawandel verfahren wird. Und das würde natürlich, die meisten Menschen sind für Einschränkungen von den großen Firmen. Und das wäre halt eben entsprechend, würde das so gemacht werden. In manchen Fällen, wo halt eben es tatsächlich wichtig ist, dass Experten entscheiden, kann es halt eben sein, dass die Experten von den Betroffenen dann gewählt werden, aber dann tatsächlich Experten entscheiden. Und effektiv ist Anarchismus nichts weiter als Demokratie auf Steroiden. Das heißt halt eben, einzelne Menschen haben einfach viel mehr Möglichkeiten mitzubestimmen in ihrem Leben. Kurze Geschichte des Anarchismus. Die griechischen Philosophen Schylus und Sophokles haben die Macht des Staates kritisiert und hatten halt eben in diesem Rahmen halt eben so diese ersten anarchistischen Ideen. Jedenfalls im Westen. Es sei halt dazu gesagt, dass außerhalb des Westens verschiedene indigene Völker seit jeher in quasi anarchischen Gesellschaften gelebt haben. Das heißt, technisch gesehen konnte es sein, dass für bestimmte Sachen, also zum Beispiel religiöse Sachen, es innerhalb der Gesellschaft Priester gaben, die über religiöse Sachen entschieden haben. Aber Sachen, die die Gemeinschaft betroffen haben, wurde von der gesamten Gemeinschaft entschieden. Ein gutes Beispiel dafür sind die Kriege in Amerika, als die Kolonialisten ankamen und versucht haben, mit denen zu handeln, waren die Kolonialisten massiv genervt, weil sich die Entscheidungen von den Kriegsorten in die Länge gezogen haben, weil dort dann halt das ganze Dorf gemeinschaftlich entschieden hat, inklusive übrigens der Kinder. Also bei den Kree durften Kinder, sobald sie sprechen konnten, auch über Dorfgemeinschaften mitentscheiden. Im Westen dann wieder, während der Französischen Revolution, gab es mehrere Gruppen, wie zum Beispiel die Engagés, die anarchistische Ideale entwickelt haben und auch versucht haben durchzusetzen, was natürlich dann, wie wir sehen können, gescheitert ist. Und während der Dekolonialisierungsversuche, vor allen Dingen in Südamerika, gab es auch da viele anarchistische Strömungen, auch da, die sich leider nicht durchgesetzt haben. Was natürlich auch wieder dadurch kam, dass diese halt auch einfach von anderen Ländern nicht anerkannt wurden. Allgemein sind viele antikoloniale Bewegungen anarchistisch geprägt. Das heißt, auch im ostasiatischen Raum gab es viele dekoloniale Bewegungen, zum Beispiel in China oder aber auch in Vietnam, die anarchistische Ideale hatten. Was halt eben noch gesagt werden soll, speziell nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich im Westen die anarchistischen Bewegungen sehr zu Antikapitalismus entwickelt, weil halt eben der Kapitalismus automatisch eine Hierarchie schafft. So, was sind anarchistische Prinzipien? Hierarchien sind immer eine Form von Gewalt, da sie Menschen in ihrer Möglichkeit einschränken. Menschen sollten selbst über ihr eigenes Schicksal bestimmen können und nicht von einem Staat bestimmt werden. Die menschlichen Gemeinschaften, die Grundlage von menschlichen Gemeinschaften sind Kooperation und nicht Wettstreit. Und erneut das, was er halt eben mit dem Kommunismus zu tun hat, jeder das, was er kann und jedem das, was er braucht. Ja, warum ist zumindest in meinen Augen Anarchismus besser als Demokratie? Anarchismus funktioniert bereits nach demokratischen Prinzipien, aber es können halt eben wirklich alle mitbestimmen über alle Punkte
Und deswegen ist Anarchie nicht so anfällig für Korruption wie Demokratie. Zum Beispiel ist das halt unter der Demokratie, wir haben es ja halt hier so, wir haben die Wahl zwischen Pest und Cholera. Egal, wen wir wählen, am Ende haben wir keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, was die gewählten PolitikerInnen machen. Die werden meistens in erster Linie von den großen Firmen beeinflusst, die halt eben durch Kapitalismus und Lobbyismus Einfluss nehmen können. Wir haben keine Möglichkeit, was zu machen. Die meisten Leute wollen einen früheren Kohleausstieg, aber der Kapitalismus will es nicht und deswegen wollen es die PolitikerInnen auch nicht. Unter Anarchie würden halt die WählerInnen selbst diese Entscheidung treffen, oder es gibt auch die Formen von Anarchie, wo halt eben es ausgewählte Entscheidungsorgane gibt, aber dort haben dann die WählerInnen die Möglichkeit, wenn PolitikerInnen gegen ihre Interessen handeln, diese sofort zurückzuziehen, also sofort zu sagen, okay, du machst nicht, was wir möchten, also wählen wir jetzt dafür, dass du deines Amts enthoben wird. Und was halt eben Anarchie meistens anstrebt, ist, dass es Expertenentscheidungen tatsächlich von Experten getroffen werden. Das Fazit am Ende: Kapitalismus in seiner jetzigen Form fordert Ungleichheit und stellt eine Form der Gewalt dar. Erneut, wenn du Leute zwingst zu verhungern, obwohl du das Essen hast, dann tust du diesen Menschen Gewalt an. Effektiver Umweltschutz kann nur außerhalb von Kapitalismus durchgesetzt werden. Wie gesagt, es muss langfristig gedacht werden und das kann Kapitalismus nicht. Sozialismus und Kommunismus können Alternativen darstellen, wenn man sie halt eben tatsächlich versucht. Bisher wurden allerdings alle Versuche in diese Richtung von den USA verhindert oder durch Handelsverbote massiv abgestraft. Und Anarchismus selbst bietet den Menschen mehr Möglichkeit zur Mitbestimmung. Und damit sind wir bei dem Ende des Vortrags. Und ich gehe mal eben kurz zum Chat zurück. Wir haben noch 5 Minuten oder ein bisschen mehr auch, um tatsächlich, weil jetzt Pause ist, um ein paar Fragen zu beantworten. Also, wer möchte Fragen beantwortet haben? Und ja, Gisela, das ist ein guter Punkt, dass halt eben Kongo ohne CIA-Morde ganz anders gelaufen wäre. Nicht nur Kongo, es ist ja auch Venezuela oder mir fällt der Name nicht ein, das Nachbarland von Venezuela ist auch unter Sozialismus, der gescheitert ist wegen dem Eingriff. Nicaragua, genau. Danke. Das haben wir halt gerade in Südamerika, es ist tatsächlich halt nach der Dekolonialisierung so gewesen, dass sich fast alle, nicht alle, aber fast alle haben halt irgendeine Form von Kommunismus und Sozialismus angestrebt und dann sind die USA reingegangen und haben gesagt, nee, macht ihr nicht. Und es ist halt einfach, ja, es ist unglaublich bitter, dass es halt eben damit nicht weiterkommt. Es ist halt wirklich durch dieses massive internationale Monopol, was die USA speziell haben, aber es haben halt natürlich auch andere, es ist ja nicht so, Deutschland zieht zum Beispiel mit, wenn wir zum Beispiel über Kuba sprechen. Ich sage jetzt nicht, dass in Kuba alles genial läuft. Also Kuba hat definitiv seine Probleme und wir können auch drüber sprechen, inwieweit Kuba wirklich sozialistisch ist und so weiter. Aber es ist halt eben tatsächlich so, dass halt eben einfach wirklich sämtliche Versuche werden von den großen kapitalistischen Ländern, zu denen auch Deutschland gehört, durch verschiedene Abstrafungen, durch Handelstarife und so weiter, werden halt eben unterbunden. Anstatt den Leuten, auch die Leute, die haben ja halt eben auch teilweise selbst die Entscheidung getroffen im Land, dass sie das so wollen. Und das wird halt eben komplett untergangen. Also Demokratie wird unterlaufen auch. Ja, genau. Menschen ist halt eben tatsächlich, es ist, also die meisten Wissenschaftler, die in Richtung Humanbiologie und Humanpsychologie forschen, sind tatsächlich auch der Meinung, dass die menschliche Grundlage ist, es tatsächlich immer zu kooperieren. Es ist eine der ersten Sachen, also man sagt zum Beispiel in der Biologie, dass Kinder, Jungtiere von verschiedenen, speziell von Säugetieren, lernen immer als erstes, was sie zum Überleben brauchen. Eine der ersten Sachen, die menschliche Kinder lernen, ist, um Hilfe zu fragen.
Und das hat halt eben nichts mit der Gesellschaft zu tun, das hat halt eben tatsächlich mit unserer natürlichen Entwicklung zu tun, weil das überall so ist, dass das Kinder so lernen. Und das heißt halt eben, Kooperation ist wirklich in unserer Biologie beinhaltet. Und wir leben aktuell in so vielerlei Hinsicht übrigens. Es ist halt eben auch, wie wir mit der Umwelt und so weiter umgehen. Wir leben entgegen unserer Biologie und deswegen sind wir krank. Das klingt jetzt total schon fast so ein bisschen kultistisch, aber es ist halt tatsächlich so. Wir leben halt halt einfach auch von dem, wie wir uns ernähren, von dem, wie wir halt eben, also unsere Arbeitsrhythmen und so weiter, und halt eben auch dieser starke Wettbewerb, den wir haben. Und das ist halt eben komplett entgegen unserer Natur. Und deswegen, also zum Beispiel auch diese unsere Arbeitsumgebung, das hängt halt eben unglaublich viel damit zusammen, dass wir so viele Leute haben, die psychisch krank sind oder halt eben auch verschiedene Behinderungen sind halt eben nur deswegen Behinderungen, weil unsere Gesellschaft schlecht damit umgeht. Und es gibt zum Beispiel tatsächlich Funde, also es ist halt eben zum Beispiel mit Behinderungen so ein klassisches Vorurteil, ja, aber heute überleben die Leute ja. Und früher wären die einfach gestorben. Und es gibt tatsächlich die Leute, die Sachen ausbuddeln, also nicht Archäologen, sondern die Leute, die tatsächliche Knochen und so weiter ausbuddeln. Und da wurde halt eben immer wieder festgestellt, dass tatsächlich auch behinderte Menschen teilweise sehr alt geworden sind in früheren Gesellschaften. Das heißt halt eben tatsächlich auch, dass frühere Gesellschaften sich drum gekümmert haben. Und das heißt, es ist tatsächlich nicht unbedingt besser, heute für diese Leute zu leben. Natürlich für manche Leute schon, weil die halt eben technische Sachen brauchen, um zu überleben. Klar. Und ja, genau. Was Jade sagt, es wäre einfach halt eben super, wenn die halt die Gewinne ausgeschüttet werden würden an alle, die sie primär erarbeitet haben. Das wäre halt einfach, wäre halt für so viel mehr Leute gut. Und dann könnten halt eben auch, wie gesagt, wir könnten dann entscheiden, wollen wir überhaupt diese massiven Übergewinne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel Amazon angucken, Amazon erwirtschaftet massive Übergewinne. Aber ist es überhaupt im Sinne der Gesellschaft, dass so viele Übergewinne erwirtschaftet werden? Wäre es nicht für die Gesellschaft besser, wenn Amazon weniger Übergewinne erwirtschaftet? Abgesehen davon, dass natürlich Amazon eine Monopolstellung innehat. Worüber wir nicht sprechen. Übrigens, Disney hat auch eine Monopolstellung und niemand kann mir was anderes erzählen. Ja, die Sache ist halt eben, wir werden wirklich von klein auf, wir werden durch die Medien, durch die Schule und so weiter, werden wir wirklich gebrainwashed, dass wir Kapitalismus gut finden. Wir kriegen halt von klein auf von überall erzählt, dass Kapitalismus die einzige Lösung ist. Und guck mal, wie schlecht es den Leuten in der Sowjetunion ging. Und es wird halt natürlich zum Beispiel nicht darüber gesprochen, dass zum Beispiel die meisten, also ich kenne jetzt ein paar Leute aus Kuba und die fühlen sich eigentlich ganz wohl mit der Regierung in Kuba. Ich meine, wie gesagt, ich finde, Kuba läuft einige Sachen, das wäre noch ein Thema für eine eigene Session, läuft einiges nicht perfekt. Aber ja, und auch erneut Vietnam, sind viele Leute zufrieden mit. Also wahrscheinlich direkt begrenzen würde ich die Gewinne wahrscheinlich nicht. Ich denke, die würden sich automatisch dadurch begrenzen, dass man halt eben sagt, ja, wir arbeiten maximal so lang. Und dann würden die Leute vielleicht nur noch 6 Stunden am Tag arbeiten und würden dadurch halt einfach automatisch ein bisschen weniger. Wobei das natürlich auch wieder falsch ist, weil Wissenschaft hat gezeigt, dass 6 Stunden am Tag arbeiten nicht weniger Produktivität bedeutet als 8 Stunden am Tag arbeiten. Effektiv, man kann tatsächlich, es wurden verschiedene Versuche durchgeführt und es wurde gezeigt, dass 4-mal die Woche 6 Stunden am Tag zu arbeiten, hat exakt dieselben Ergebnisse wie 8 Stunden 5-mal die Woche zu arbeiten. Fun Fact.
Genau, es machen sich halt einfach wirklich viele Leute unglaublich kaputt mit der Arbeit. Aber sie glauben halt auch, also die Leute wollen dann auch zum Beispiel der Firma gegenüber demonstrieren, dass sie unglaublich produktiv sind und bleiben deswegen länger bei der Arbeit, obwohl sie, während sie da sind, gar nicht mehr produktiv sind. Also effektiv starren sie nur stumpf ihren Computer an. Und davon hat halt niemand wirklich was. Genau, Kapitalismus wird in der Schule als einzige mögliche Lösung verkauft. Und die Sache, was wir über Kommunismus und Sozialismus lernen, ist halt falsch. Ich meine, wenn ihr jetzt euch diese Sache, die ich jetzt hier sehr knapp zusammengefasst habe, anschaut, wie viel davon habt ihr in der Schule gelernt? Das meiste werdet ihr einfach nicht in der Schule gelernt haben. Wir gehen halt in der Schule nicht hin und reden neutral über Sozialismus, Kommunismus und Anarchismus und auch nicht über alternative Wirtschaftsmodelle. Man redet meistens allerdings über Sozialismus und Kommunismus, weil die halt eben sich am weitesten durchgesetzt haben. Ja. Genau, nichts davon in der Schule gelernt. Also wir haben in der Schule bei uns, also wir haben mal drüber gesprochen im Rahmen der industriellen Revolution, dass was Karl Marx gab, aber das wurde dann meistens so verkauft, ja, aber damals haben die Leute auch 80 Stunden in Fabriken geschuftet und es gab Kinderarbeit. Und auf damalige Verhältnisse war das natürlich ein angebrachtes Argument, aber natürlich nur damals, nicht heute. Mehrere Leute tippen. Genau, während des Lockdowns habe ich von zu Hause aus gearbeitet. Ich war so produktiv, weil ich nach meinem Biorhythmus arbeiten konnte und mich immer wieder hinsetzen konnte, wenn ich fit war. Genau das ist es halt eben auch. Das ist halt die Sache. Also Homeoffice und wirklich auch weniger am Tag arbeiten und nach eigenen Sachen arbeiten, ist halt einfach viel produktiver und würde eigentlich allen profitieren. Dann werden die Leute auch weniger krank. Also es ist halt auch, das ist übrigens wieder so ein Punkt, da arbeitet der Kapitalismus entgegen seiner eigenen Interesse, weil der Kapitalismus kein Interesse an Wissenschaft hat. Das muss man halt eben wirklich sagen. Es gibt so viele wissenschaftliche Ergebnisse, die halt eben genau sagen, dass das alles schlecht ist, dass es für uns schlecht ist, dass es für die Wirtschaft schlecht ist. Aber das wird halt ignoriert. Und jetzt könnte ich halt eben darüber philosophieren, warum es ignoriert wird. Aber Tatsache ist, es wird einfach ignoriert, weil halt eben ein paar meistens alte Leute glauben, es besser zu wissen. Und ja, genau, was Oliver sagt, die Verhältnisse von damals hätten sich aber auch wahrscheinlich nicht ohne den Kommunismus geändert. Genau, ohne die Arbeiterbewegung, die sich damals entwickelt hat, würden wir wahrscheinlich immer noch 80 Stunden in Fabriken schuften und Kinder würden noch arbeiten gehen. Das ist halt eben tatsächlich diese kommunistische Arbeiterbewegung, die überhaupt was geändert hat. Aber auch darüber sprechen wir halt eben in diesem Sinne nicht. Genau, Kurzfristigkeit ausgelegt. Warum sollte der Manager, der für ein paar Jahre in dem Posten ist und gut verdient, daran denken, was für Probleme es in 15 Jahren geben könnte? Das ist es halt eben auch. Also viele Manager bleiben, ich glaube, der Durchsatzding ist, dass sie halt eben 4 bis 6 Jahre in ihrem Posten bleiben und dann zu einer anderen Firma wechseln. Und das heißt halt eben sowieso alles, was darüber hinausgeht, ist für die meisten komplett uninteressant. Und wie gesagt, dann haben wir halt eben auch noch das massive Ding, dass wir halt eben für die Stakeholder arbeiten, die Shareholder arbeiten. Also es gibt in dem Kapitalismus, das hier kann ich auch im Studium ein bisschen erzählen, wir haben zwei Orientierungsmodelle. Das eine ist im Sinne der Stakeholder. Das ist alle, die von der Produktion betroffen sind. Das sind die Mitarbeitenden, die Kundinnen.
Und natürlich auch die Leute, die Geld geben, aber auch zum Beispiel der Staat und die Umwelt werden halt eben dann als Stakeholder angesehen. Und dann wird halt eben das darauf orientiert, dass es für all diejenigen gut ist. Und was aber der Laissez-faire-Kapitalismus anstrebt, ist halt eben für im Sinne der Shareholder zu arbeiten. Das halt ist im Sinne der Geldgeber. Und diese Geldgeber wollen halt eben ihre jährlichen Gewinnausschüttungen haben. Und die sollten möglichst hoch sein. Ja. Manager arbeiten nur kurzfristig in Unternehmen, damit sie keine Verbindung zu Mitarbeitenden aufbauen. Das stimmt auch. Wäre ja auch schlecht, wenn man die Mitarbeitenden als Menschen sieht und nicht als kleine Einzelteile in der Maschine. Sorry, ich bin sehr zynistisch, was das Ganze angeht. Es ist halt, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto frustrierender ist es halt alles und auch einfach, wie man gebrainwashed wird. Ich meine, das Fernsehen redet ja zum Beispiel auch nicht neutral über Kommunismus und so. Ich meine, wann habt ihr mal was darüber gehört, wie es aktuell in Vietnam aussieht? Ganz gemeinte Frage, wann habt ihr mal was darüber gehört, wie aktuell das Leben in Vietnam aussieht? Und wie die Politik aktuell in Vietnam aussieht? Möchte jemand was dazu sagen? Nein? Doch? Ja, genau. Ich habe halt eben jetzt auch über Vietnam erst angefangen, Sachen zu erfahren, weil ich auf YouTube einen Kanal entdeckt habe von einer Vietnamesin, die halt eben über die Situation und die Politik in Vietnam spricht. Darüber habe ich dann halt eben gelernt, wie aktuell die Politik in Vietnam aussieht und wie es den Leuten dort geht und zum Beispiel auch, wie Vietnam mit dem Coronavirus umgegangen ist. Vietnam gehört zu den Ländern, in denen die wenigsten Leute gestorben sind international, weil halt eben das Wohl der Menschen über dem Wohl der Wirtschaft gestellt wurde. Ja, die Angst vor dem Kommunismus ist bei den AmerikanerInnen unbeschreiblich, deshalb wurde Trump gewählt, genau. In Amerika gab es ja halt auch diesen massiven Red Scare, halt eben während des Kalten Krieges. Und während des Kalten Krieges gab es halt diese Sachen, dass halt eben Leute für den Verdacht kommunistischer Ideologien zu vertreten ins Gefängnis gesteckt werden konnten. Da gab es McCarthyism. Also das ist auch etwas, darüber sollte man sich auf jeden Fall einmal informieren, McCarthyism. Das war nämlich quasi faschistisch. Das ist sowieso, aber gut, Amerika und Faschismus ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ja, genau, die meisten Menschen kann man sich an etwas, das ihnen langsam das Leben aussaugt und merken es nicht einmal. Das ist halt eben einfach so, weil die Bildung fehlt, weil wir einfach nicht darüber genug reden. Wir müssen darüber sprechen und wir müssen auch offener darüber sprechen, wie das ist. Und was es damit auf sich hat. Also ich denke, es ist halt tatsächlich, also die Frage kam gerade, hast du Ideen, wie man das Thema aktiv in seine Umwelt bringen kann, um Leute wachzurütteln? Ich denke, das Wichtigste ist einfach tatsächlich mal darüber zu sprechen. Und das Problem, große Problem dabei ist, dass viele Leute einfach so in diesem Glauben sind, dass es einen massiven Lashback-Effekt kommt. Lashback-Effekt ist, wenn etwas, das so zentral für die eigene Weltanschauung ist, dass man die ganze Weltanschauung darauf aufbaut, wenn dem widersprochen wird und auch dem Gegenargumente gebracht werden, dann praktisch gibt es eine Immunreaktion im Gehirn. Dann möchte das Gehirn sich verteidigen, weil es halt eben unglaublich anstrengend für das Gehirn wäre, das zu ändern. Deswegen kommt halt eben diese ganzen Vorurteile, die ich halt
die ich halt eben angesprochen habe. Das sind halt eben die üblichen Argumente, die jemand zu hören bekommt, wenn man halt das Thema in seinem Umfeld anspricht. Dann bekommt man halt eben wieder zu hören, dann hast du ja kein Eigentum mehr, viel Spaß, deine Zahnbürste zu teilen, dann geht niemand mehr arbeiten, das funktioniert, und im schlimmsten Fall geht man halt eben immer wieder auf, das funktioniert ja sowieso nicht. Lashback-Effekt, L-A-C-H, genau, Lashback-Effekt. Das ist ein relativ neu erst in der Psychologie beschriebener Effekt, der halt eben genau das beschreibt, wenn halt etwas grundlegend für die eigene Weltanschauung ist, verteidigt man es, selbst wenn man nichts darüber weiß. Und da muss man halt wirklich gegen ankämpfen. Also es bringt nichts anderes, außer den Leuten immer mal wieder ins Ohr zu flüstern, hast du schon mal über Kommunismus nachgedacht? Weil je häufiger Leute das hören, desto normalisierter wird es für sie. Und dann kann halt eben auch langsam die Angst davor abgebaut werden. Ja, genau. Und halt eben Leute animieren, über das eigene Denken nachzudenken. Ich kann auch gleich noch mal gucken, ob ich ein paar Bücher dazu noch auf Twitter poste. Da muss ich aber noch mal meine Leseliste raussuchen. Und ich würde halt niemandem empfehlen, das Kapital zu lesen, weil das Kapital ist ein irrsinnig dickes Buch, was halt unglaublich wirtschaftsphilosophisch und theoretisch ist. Und wer da nicht drin ist in dem Thema, also ich habe daran 3 Monate gelesen und ich denke, das muss man sich nicht antun. Und es gibt natürlich ein paar gute YouTube-Kanäle, die man sich anschauen kann. Also das sei vielleicht auch noch dazu gesagt. Und dann gibt es halt eben noch solche wunderbaren Sachen wie Last Week Tonight oder auch wir sprechen die ganze Zeit über Probleme des Kapitalismus, ohne anzusprechen, dass es Probleme des Kapitalismus sind. Das ist halt wirklich, also Last Week Tonight ist das schon wirklich sehr speziell, weil fast alles, worüber sie dort sprechen, geht auf den Kapitalismus zurück und speziell auf den amerikanischen Laissez-faire-Kapitalismus. Aber es wird halt immer das Problem beschrieben, aber die Ursache nie genannt. Und das ist schon teilweise sehr frustrierend, weil Recht haben sie mit allen ihren Problemen. Das sind Probleme. Aber die Ursache und damit auch die Lösung werden halt nicht angegangen, weil man dafür erwähnen müsste, dass Kapitalismus das Problem ist. Und ja. Aber Leute, wir haben 12 Uhr. Ich würde das Ganze an dieser Stelle dann mal beenden, weil ich muss auch noch meine zweite Session vorbereiten.